Das vorläufige Endergebnis der Landratswahlen in Nordwestmecklenburg liegt vor. Nach Auszählung der Stimmen kommt es demnach zu folgendem Endergebnis: Tino Schomann von der CDU 35,9%, Kerstin Weiß von der SPD 34,7%, Jörg Bendix von den Linken 22,3% und Timon Wilken von den Piraten 7%. Aus diesem Wahlgang ergibt sich kein eindeutiger Sieger. Aus diesem Grund wird es am 9. Mai eine Stichwahl zwischen den beiden stärksten Kandidaten, Tino Schomann von der CDU und Kerstin Weiß von der SPD, geben. Mehr als 47.400 Nordwestmecklenburger haben ihre Stimme abgegeben. 133.000 hätten es tun können. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 36%.